Moin meine Werder-Freunde und herzlich willkommen zurück hier auf Real Nico. Wir besprechen heute den Bildartikel im Prinzip, der vorhin rauskam. Niklas Füllkrug vor Zwangsverkauf. Was hat das zu bedeuten? Wie ist die aktuelle Lage? Was ist der aktuelle Stand? Wir fangen doch erstmal so an, dass wir als Werder-Fans uns ja eigentlich schon seit dem Abstieg gewünscht haben, dass es von dem einen oder anderen Werder-Spieler Statements gibt, dass man sagt, ey, hier, ich will dieses Projekt zweite Liga mit angehen, ich will Wiedergutmachung leisten, ich will klare Aussagen haben. Natürlich hätte man das auch akzeptiert, wenn einige Spieler sagen würden, hör mal zu, ich will nicht mit in die zweite Liga gehen, traue mir das Ganze, das heißt, traue ich mir nicht zu, möchte das Ganze einfach nicht mitgehen und das wäre auch in Ordnung gewesen. Jetzt ist es aber die Sachlage irgendwie so scheinbar, dass gewisse Spieler oder manche Spieler wohl auch schon eine Entscheidung Richtung vielleicht Verbleib gemacht haben oder sich dazu trauen würden, aber es vielleicht öffentlich gar nicht sagen dürfen, denn man kann keinen Transfer ausschließen. Und so scheint die Lage wohl auch bei Niklas Füllkrug. Er hat wohl Bock auf die zweite Liga, findet das neue System von Markus Anfang sehr auf ihn zugeschnitten, beziehungsweise würde es sich sehr freuen über das System, weil es für ihn passt. Es ist auch übrigens genau so, wie ich es in den letzten Videos ja auch schon gesagt habe, dass ich habe von Anfang an gesagt, Markus Anfang wird höchstwahrscheinlich sein System mit Flügeln durchsetzen wollen. Und jetzt auch die Aussage von Niklas Füllkrug, der gesagt hat, wir werden mit Flügeln spielen und einer klaren Neun. Also einem klaren Mittelstürmer, das heißt auch auf gut Deutsch wird nur ein Mittelstürmer spielen. Da wird man gucken, welche Mittelstürmer im Kader, wenn man halt eben welche da hat, auf die Flügelposition ausweichen können. Aber Fakt ist, wir haben dann nur einen klaren Neuner vorne drinne und Flügel, die diesen bedienen. Wie gesagt, das liegt, dass Füllkrug sich darüber freut, ist klar. Das mag jeder Neuner gerne. Jeder richtige Stürmer hat dieses System gerne. Es ist aber trotzdem so, dass man bei Niklas Füllkrug oder dass er auch gesagt hat, es ist bei Werder überhaupt nicht so, dass irgendwelche Entscheidungen großartig schon getroffen sind. Es gibt ganz, ganz viele ungeklärte Fragen und auch ganz, ganz viele, Gedankengänge, die man gehen kann, wo man aber nicht so wirklich weiß, wo führt das Ganze hin. Und so ist es auch bei Niklas Füllkrug. Wenn eben ein passendes Angebot bekommt und es kann sogar sein, dass man da sagt, okay, man sucht bewusst nach einem Abnehmer für Niklas Füllkrug, das geht nämlich zum Beispiel auch, dann wird er eventuell Werder verlassen müssen. Zum einen ist er auch ein sehr guter Verdiener im Kader oder im Restkader, sage ich mal. Zum anderen bringt er eben auch noch eine gewisse Ablösesumme. Und hier kommt ihr auch ins Spiel. Was glaubt ihr, was ist denn überhaupt realisierbar für eine Ablösesumme für Niklas Füllkrug? Unten mal unbedingt in die Kommentare rein. Ihr könnt auch zum Beispiel machen, so und so viel Ablösesumme, so und so viel Gehalt, das würde man ersparen. Wäre zum Beispiel auch eine Möglichkeit. Ja, Vertrag hat er noch bis 2023. Wie weit sich das Ganze jetzt entwickelt, werden wir sehen. Das wird auch sehr, sehr spannend dann sein, was eben betrifft die Stürmerposition im Allgemeinen angeht, ob dann Jojo da fest eingeplant ist mit einem Backup oder noch jemand kommt, wie zum Beispiel Behrens. Man weiß es jetzt gerade nicht. Ja, es bleibt auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und es ist für mich auch, wie gesagt, so ein kleines Zeichen dafür, was ich ja auch schon mal angesprochen hatte, dass eben vielleicht der ein oder andere Spieler auch Bock hat auf Wiederaufstieg und sagt, ich will hier Wiedergutmachung leisten, aber es vielleicht gar nicht sagen darf. Finde ich, wie gesagt, einen sehr, sehr spannenden Aspekt. Ich weiß nicht, wie ihr das Ganze seht. Unten mal unbedingt, wie gesagt, gerne reinschreiben. Checkt auch gerne Instagram ab. Da sind wir nämlich auch Road to 7K, ebenso wie hier auf dem Kanal. Also würde mich freuen, wenn ihr hier noch kein Abo oder Like da gelassen habt. Holt das gerne nach. Ich sage sowas ganz, ganz selten in dem Video. Aber heute sage ich es mal mit dabei und würde mich auf jeden Fall freuen. Morgen Abend sind wir live mit dem Deutschlandspiel, übermorgen Testspiel Werder Bremen und natürlich auch, wenn was passiert, Werder News, dann bin ich direkt wieder am Start. Ihr wisst doch Bescheid. Alles klar. Haut rein, Leute. Euer Nico. Ciao, ciao.